Glaskugel, Glaskugel, sage mir, wohin geht der Ölmarkt? Ich vertraue nur dir. Ja, Sie haben doch nicht wirklich gedacht, wir nutzen hier nur mathematische Berechnungen, auf unsere Ergebnisse zu kommen. Nicht weniger als schwarze Magie, die wir nutzen. Mein Name ist übrigens Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKC Management. Wir schauen uns heute die Ölmärkte an, dabei Crude als auch Brent, also die US, als auch die britische Ölsorte und zu guter Letzt noch Natgas. Vor allem aber auch, wie können wir diese Märkte traden, welche Kontrakte nutzen wir, welchen Broker nutzen wir oder welches Handelsinstrument. Wenn Ihnen das Ganze gefällt, wenn Sie Mehrwert davon haben, es gab ja einige, die diese Fragen gestellt haben, wie setzen wir diese Analysen eigentlich um? Dann lasst diesem Video einfach nur ein Like da, gerne einen Kommentar, wenn Sie Fragen haben. Wir starten los, gleich vorab. Heute, Freitag, sind es noch genau 7 Tage. Wir hatten ja die 80.000 erreicht Ende letzter Woche, jetzt schon Richtung 82.000. Und wir haben gesagt, alle Leute, die sich in unseren Newsletter anmelden, kriegen von uns 10 Tage kostenlos alle täglich analysierten Märkte von uns. Das geht jetzt noch genau eine Woche bis nächsten Freitag. Sie können sich eintragen. Wie können Sie sich eintragen? Gibt keine Folgekosten oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur ein kostenloser Service für uns. Dazu gehen wir einfach auf unsere Homepage www.hkcmanagement.de. Sie scrollen einfach nur nach unten. Zack. Newsletter, E-Mail. Name, Häkchen setzen, anmelden, 10 Sekunden, fertig. Dann kriegen Sie wahrscheinlich ab morgen, denn die sind heute schon um 10 Uhr rausgegangen, die Analysen und können auch unsere ganzen Einstiegsbereiche nutzen. Wie diese zu nutzen sind, das möchte ich Ihnen heute zeigen. Und damit fangen wir jetzt gleich mal an. Als allererstes hatten ja die Leute in der letzten Zeit öfters gefragt, wie werden diese mittelfristigen Zielbereiche umgesetzt? Es ist ja gerade wieder sehr viel Bewegung im Ölmarkt, Sie haben es vielleicht mitbekommen. In Omaha hatte in den letzten Tagen Warren Buffett wieder seine jährlich erscheinende Show abgezogen, hat seinen Ausblick auf das kommende Jahr verkündet, als auch ganz klare Aussagen dazu gemacht, welche Positionen er wieder kauft. Warren Buffett gehört wieder zu den großen, großen Käufern am Aktienmarkt. Eine der Positionen, die er gekauft hat, war Chevron. Chevron, eine Aktie aus dem Dow Jones, welche sehr, sehr stark im Gas als auch im Ölmarkt drin ist. Sprich langfristig, und man muss das sehen, Warren Buffett sieht das ja ultra langfristig, über Jahrzehnte möchte er da wieder drin sein. Jetzt ist die Frage, geht der Ölmarkt gleich wieder hoch? Sehen wir eine weitere Eskalierung nach oben oder erstmal eine Entspannung am Markt? Das möchte ich jetzt gleich mal durchsprechen. Wir schauen uns das als allererstes mal an. Die Charts aus unserer Analyse, die Sie eben jetzt täglich auch erhalten können, wenn Sie sich anmelden. Als allererstes Light Crude Oil Future. Wir handeln hier grundsätzlich die Future-Kontrakte. Ich zeige Ihnen das nachher, wie man das direkt umsetzen kann, wie man diese also direkt handeln kann. So, also gucken wir uns das Ganze mal an. Jetzt sind wir hier bei Light Crude Oil. Das ist West Texas Intermediate, gehört zu unserem WTI Brent Update. Was Sie hier sehen, sind die letzten Ziel- und Trendwendebereiche, also Zielbereiche, ein Ziel einer mittelfristigen Bewegung. Darin erwarten wir eine Trendwende von einer bärischen abwärts in eine bullische oder vice versa, von einer bullischen Bewegung in eine Abwärtsbewegung, eine bärische Bewegung. Ja. Das sind einfach nur andere Worte für Aufwärts- und Abwärtsbewegung. Wenn wir uns das Ganze hier anschauen, was hatten wir jetzt hier in den letzten Wochen gehabt? Wenn wir hier zurückgehen, der erste Bereich, das war ja 1. März, direkt starten mit dem März, hatten wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Möglichkeiten zum Handel. Wir kommen jetzt gerade in die 8. Möglichkeit rein, das ist dieser grüne Bereich. Das wäre dann ein Short Trade. Warum? Sie sehen, der Markt stößt von unten in die von uns hier errechnete Trendwende-Zielzone ein. Wir würden hier drin, wenn man das möchte, einen Short Trade eingehen, weil wir danach davon ausgehen, dass der Markt hier trotzdem nochmal stark runterkommt. Also, um auf die Eingangsfrage drauf einzugehen, ich glaube, auch Warren Buffett ist nicht imminent bullish, weil so denkt er gar nicht. Wir sind ja langfristig, sehen wir hier durchaus nochmal höhere Preise. Aber wenn wir das jetzt die nächsten Wochen und Monate anschauen, gehen wir davon aus, dass der Markt hier nach Abschluss der Welle B seine erstmal Aufwärtsambitionen hier beendet und dann nochmal stärker abverkauft. Wenn man das Ganze mal prozentual beobachten oder prozentual sich anschauen möchte,
Nehmen wir einfach mal das 61,8er Fibonacci bei ca. $116, das Crude Oil Barrel, ziehen das runter, dann haben wir hier nochmal circa eine Abwärtsbewegung von 30%. Ist sehr interessant, auch um mittelfristig sowas zu handeln. Ja, das ist eine mittelfristige Bewegung, das könnte sich ein, zwei, vielleicht drei Monate hinziehen. Wie schnell, können wir auch nicht sagen. Wir können keine zeitlichen Prognosen machen. Wir können, wie ich meine, nur sehr gute preisliche Prognosen machen. Warum sehr gute? Am besten, man misst uns hier einfach nur an den Ergebnissen. Wir haben die letzten, wenn ich sage getroffen, meine ich damit, dass ein Kurs in den Trendwendebereich reingeht und innerhalb dessen, ohne auf der anderen Seite wieder rauszukommen, die Trendwende vollzieht, um dann wieder in die richtige Richtung, die richtige prognostizierte Richtung weiter zu steigen. Das ist hier ein Short gewesen. Der Bereich ist hier dann voll ausgefüllt worden, wohlgemerkt. Wir sind hier aber nicht auf der anderen Seite aus dem Stop-Out-Bereich rausgekommen, kamen hier unten rein. Auch hier Long Trade hat funktioniert. Short Trade hat funktioniert. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum sind das eigentlich unterschiedliche Farben? Was hat es damit auf sich? Ganz einfach. Wir färben die Trendwendebereiche immer in der Farbe des Counts, der aktuellen Zählung, die wir am Markt haben, auf Basis der Elliott-Wellenmethodik ein. Das heißt, hier hatten wir ganz oben eine rote 5, roter Count. Hier hatten wir orangene Zahlen, A und B, deswegen orange. Dann ging die Zählung hier weiter mit Welle 1, 2, 3, 4, 5 runter. Deswegen einmal hier ein weißer Bereich und hier ein weißer Bereich, weil die Zählung in weiß ist. Im Endeffekt ist das so gemacht, damit die Leute, welche diese Charts nutzen, ob nun grundsätzlicher Natur oder um sie zu traden, einfach wissen, von was reden wir jetzt hier, auf Basis welches Counts, welcher Zählung wird hier gerechnet gerade. So, dann kam hier eben der blaue rein, auch hier, obwohl es später nochmal zu einem tieferen Punkt kam, aber auch hier im Bereich der Trendwende, dann hier deutlich hochgegangen. Das war jetzt die letzte Bewegung, auch hier ein Long Trade, wir steigen aktuell. Und der nächste Trade, der nun relevant wäre, ist, wenn wir hier reinkommen, das würden wir dann in den täglichen Updates auch noch mehr präzisieren, dass wir davon ausgehen, dass innerhalb dieses Bereiches der Kurs und damit die bullische Aufwärtsbewegung zu einem Ende kommen und wir erstmal wieder abverkaufen. So eine Bewegung könnte man traden. Wenn man sie traden möchte, wie macht man das? Ich hatte ja schon gesagt, wir nutzen hier immer den aktuellen Future-Preis. Wir gehen gerade mal auf eine Plattform rein, die wir nutzen. Falls es da Fragen gibt, ich sage es in jedem einzelnen Video, weil dann kommen in den Kommentaren wieder rein, welchen Broker nutzen Sie, welchen Broker nutzen Sie. Ich kann gerne dazu Aussagen machen. Schreiben Sie uns aber bitte eine E-Mail an die info@hkcmanagement.de. Dann gebe ich Ihnen gerne Auskunft, sage Ihnen, wie Sie das handeln können. Aber ich möchte hier keine Werbung machen. So, also, wir starten los, gehen in die Suchleiste. Welchen Kontrakt brauchen wir? Wir geben hier ein US Crude. Das ist die Bezeichnung für WTI-Öl. Und dann kommen hier unterschiedliche Kontrakte, so zum Beispiel US Crude Oil June 22 CFD oder US Crude Oil CFD. Was hat es damit auf sich? Es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten, das zu handeln. Entweder den Öl-Spotmarkt oder den Öl-Future-Markt. Ich habe gesagt, wir wollen den Future handeln. Es gibt beide Möglichkeiten, ganz klar. Jede Möglichkeit, das zu handeln, hat Vor- und Nachteile. Vielleicht fangen wir mal so an. Was ist der Vorteil des Futures? Der Vorteil des Futures bei dem Broker, den wir nutzen, ist, dass wir auf sämtliche Future-Kurse keine Overnight- oder Haltegebühren bezahlen oder Finanzierungsgebühren. Das sind im Endeffekt unterschiedliche Begriffe für die gleiche Sache. Für einen Tageszyklus von 24 Stunden over the night, über die Nacht zu halten, zahlen Sie eine Gebühr neben dem Spread. Der Spread ist immer die Differenz zwischen dem An- und dem Verkaufspreis, auch Bid and Ask genannt. So, Sie zahlen also einmal den Spread und dann zahlen Sie normalerweise auch noch Overnight-Gebühren, also Haltegebühren. Bei unserer Möglichkeit, wie wir das hier handeln, bei unserem Broker zahlen wir keine Overnight-Gebühren auf die Future-Kurse. Deswegen ist das für uns, wenn wir hier uns nur ein, zwei, drei, maximal vier Wochen im Markt bewegen, eine interessante Sache, weil wir eben nur einmal den Spread bezahlen. So, was ist der Nachteil? Der Nachteil des Futures ist, dass der Future alle 30 Tage jeden Monat einmal rolliert in einen neuen Kontrakt rein. Bedeutet, der alte Kontrakt, in dem Fall June 22, also Juni 22, wird beendet und man wird dann automatisch in den neuen Kontrakt reingebracht.
Wenn Sie bis dahin zum Beispiel 500 Euro oder Dollar im Plus sind, wird Kasse gemacht und beim neuen Kontrakt starten Sie wieder von Null. Das Geld, das Sie plus gemacht haben, wird Ihrem Konto gutgeschrieben. Vice versa aber genauso, wenn Sie im Minus stehen, nehmen wir die gleiche Summe, 500, dann wird diese 500 realisiert und Ihrem Konto abgezogen und Ihr Konto startet wieder von Neuem. Das ist der Vor- und der Nachteil. Ich sage deshalb, denn beim Spotmarkt, das wäre der hier, US Crude Oil CFD, haben Sie einen durchlaufenden Kontrakt. Es gibt kein Rollieren, keinen Rollover. Dafür müssen Sie aber jeden Tag neben dem Spread, den Sie einmal beim Start des Trades zahlen, auch jeden Tag sogenannte Haltegebühren oder Overnight-Gebühren bezahlen. Muss jeder selber wissen, was er will. Wenn man davon ausgeht, dass man mittelfristig unterwegs ist und man sieht das nächste Datum für den Rollover, und das ist von mir aus, wir machen jetzt einfach mal ein Szenario, das liegt noch 3 Wochen weg und wir haben hier eine Bewegung, die könnte sich in den nächsten Tagen begeben, dann ist es wahrscheinlich eher sinnvoller, den Future zu handeln. Wenn Sie aber sagen, okay, mich interessieren die Haltegebühren nicht sonderlich und ich bin jetzt hier einfach, ich möchte die Sicherheit haben, dass ich nicht bei Verfall Geld verliere zum Beispiel, dann kann man den Spotmarkt handeln. Auch da, wenn es Fragen gibt, uns einfach anschreiben unter info@hkcmanagement. So, wir würden hier also in diesem Fall für WTI den US Crude Oil June 22 CFD nutzen. Da klicken Sie nach rechts, Eingangsauftrag, dann würde sich hier ein Fensterchen öffnen. Als Beispiel, wenn man jetzt hier sagen würde, alles klar, wir gehen nochmal zurück hier auf den Light Crude Oil Future, unseren Chart hier. Wir wollen hier diese Bewegung handeln. Sie sehen ja jetzt, der Kurs hat hier nochmal schön in unsere Prognoserichtung gerade eine Bewegung nach oben gemacht. Wir kommen hier also langsam in den heißen Bereich. Was heißt langsam? Wir sind kurz vorm heißen Bereich hier, wo man eine Position eingehen könnte. Wenn man jetzt gerade davor sitzt, dann kann man das durchaus mit einem Handel machen, also direkt eine Position eingehen. Ich finde es normalerweise eleganter und viele von Ihnen werden ja auch eine andere Beschäftigung haben, mit Dingen beschäftigt sein, außer in einen Bildschirm reinzuglotzen, dann sollten Sie eine Limit Order hinterlegen. Ja? Limit Order bedeutet, Sie gehen hier nicht auf Handel, sondern auf Auftrag. Sie hinterlegen einen Auftrag, sodass der Broker Sie automatisch zu der von Ihnen gewünschten Kursschwelle in den Markt reinholt, zu den von Ihnen benannten Bedingungen, die Sie vorher eingegeben haben. Also zum Beispiel einen Stop-Loss, einen beispielsweise Trailing-Stop, also einen nachziehenden Stop, wenn Sie das wollen, oder einen Take-Profit, dass Sie also zum Eintreffen einer Kursschwelle X automatisch den Profit, der bis dahin angelaufen ist, für sich realisieren können. Ja, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich hatte das im gestrigen Video zu Gold und Silber bereits genau gezeigt, wie man diese Sachen hier eingibt. Schreiben Sie einfach mal, ob Sie sowas mal in einem größeren Detail interessieren würde. Ich sage das deshalb hier, jetzt hier ein Trading-Video zu machen, das wird einfach viel zu lang gehen, wenn man da ins Detail geht. Können wir gerne mal machen. Vielleicht auch mal für die Abonnenten intern, dass wir einfach mal genau erklären, wo gehen wir rein, wo setzen wir diese Positionen, wenn wir das gerade mal anhand dieses Beispiels nehmen. Man würde hier zum Beispiel schauen, dass wir hier zwischen dem 50er und dem 61,8er Retrace reinkommt, das ist ja jetzt hier demnächst, hier also einen Bereich nimmt, automatisch sich in den Markt reinzubringen. Wo sollte man den Stop setzen? Das finden Sie entweder auf unserer Homepage im Login-Bereich oder in den täglichen Analysen, die Sie jetzt gerade bekommen, wo der Stop am besten zu setzen ist. Dort nennen wir 3 Stops, kurzfristig, mittelfristig oder längerfristig. Oder aber Sie machen es wie ich, Sie können das normalerweise immer 1% über der obersten Schwelle hier beim 88,7er platzieren. Wichtig hierbei ist, das Chancen-Risiko-Verhältnis dauerhaft im Auge zu behalten. Bedeutet, Sie sollten immer mindestens ein Verhältnis von 3:1 haben. Profit and Loss, also mindestens in der Lage sein, das Dreifache verdienen zu können von dem, was Sie riskieren, wenn Sie ausgestoppt werden. Wir würden dann im Anschluss erwarten, natürlich nicht in einer Linie, dass wir hier runterkommen. Wie gesagt, das sind ungefähr 30% hier runter. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auf dem Weg hier runter nochmal mehrere Bewegungen haben, um eine Short-Position weiter aufzustocken, den Stop, den man hier oben gesetzt hat, strategisch auf den Einstieg zu setzen, sodass jegliches Risiko für Verlust aus dieser Position rausgenommen wurde, man die Position gleichzeitig weiter aufstocken kann
ohne ein Verlustrisiko zu haben. Das ist im Endeffekt das, was man erzielen möchte. Auch da müsste ich jetzt in ein größeres Detail reingehen. Ich kann meine Position theoretisch verdoppeln oder auch verdreifachen, wenn ich den Stop strategisch nachziehe, damit einen besseren Break-Even-Punkt habe, also eine bessere Gewinnschwelle, dann kann ich meine Position aufstocken, ohne Verlustrisiko zu haben. Das Schlimmste, was dann passieren könnte, ist, dass ich beispielsweise auf dem Entry, dem Einstiegspunkt, ausgestoppt werde. So, grundsätzlich, vielleicht noch, damit es nicht zu lange wird, ein paar Sachen erklärt. Jetzt habe ich gerade erklärt, wie Sie den WTI-Preis finden. Dann gehen wir mal auf Brent Oil. Das ist ja, bei uns gibt es ja beides, WTI und Brent zusammen. Auch hier sehen Sie, können wir auch mal zurückgehen und schauen, wie waren die letzten Ergebnisse. Auch hier mal ganz offen gezeigt, schauen Sie, wir sind hier aus diesem Bereich, der bei WTI gehalten hat, sind wir hier rausgestochen auf der Oberseite. Wir hatten zwar damals gesagt den Stop drüber, aber wenn ich das hier sehr selbstkritisch sehen möchte, das ist für uns in der Analyse ein Fail, weil wir sagen, wir behaupten, korrekt zu berechnen, dass wir innerhalb dieser Bewegung hier die Trendwende vollziehen. Wir sind leicht durchgestochen, kamen danach zwar zurück, es kam hier zu einem massiven Abverkauf und doch, den hier zähle ich für uns nicht. Der hat hier korrekt getroffen, der hat hier korrekt getroffen, danach Short runter, dann diese kurzfristigen Long, kurzfristig Short, nochmal, dann hatten wir erst den blauen hier. Kann jeder, wir sind zwar auf der anderen Seite wieder hochgekommen, kamen aber nochmal etwas runter, hatten hier den weißen Count angelaufen, Treffer hoch, nochmal angelaufen und laufen jetzt hier hoch, wie auch bei WTI, in den nächsten Trendwendebereich, den wir sehen, von wo aus wir danach nochmal stärker abverkaufen. Damit Sie das mal hier genau sehen. Das primäre Szenario wäre nach dem Anlaufen der 117 bis ca. 129 ein Abverkauf in Richtung $97,56 das Barrel. Sollte dieser Bereich nicht gehalten werden, zu immerhin 33% Wahrscheinlichkeit, sehen wir noch einen tieferen Abverkauf. Würde bedeuten, wenn hier die $93,57 unterschritten werden, dann würde es hier zu einem Kaskadenabverkauf kommen und wir hätten hier nochmal Platz bis auf ca. $77,02. Wenn man sich das Ganze mal prozentual anschauen möchte, wir setzen hier mal an, ungefähr beim 61,8er Fibonacci bei $122,58 und wir kommen hier auf den Mindestbereich, den wir sehen, da haben wir schon mal 20% nach unten, reine Kursbewegung, das heißt, es ist noch überhaupt nicht gehebelt. Sie können das theoretisch ja auch hebeln, die Position. Sie haben hier rein vom Kurs her 20%. Sollten wir hier wirklich das sekundäre, deutlich bärischere Szenario anlaufen, hätten wir sogar noch Platz von circa, ja, was sind das, 35-38% nach unten. Ja. Jetzt schon darüber zu spekulieren, was es sein wird, ist müßig. Wir wollen jetzt erstmal schauen, dass wir hier reinkommen, hier die Trendwende vollziehen, theoretisch Short-Positionen hinterlegen, die gut abstoppen und dann diese Kaskadenbewegung möglicherweise mit ein, zwei Bewegungen. Das werden wir dann in den täglichen Updates Ihnen weitere detailliertere Counts näher rangezoomt quasi, detailliertere Counts zeigen, wo man beispielsweise einmal angelaufene Gewinne wieder teilverkaufen kann, also Gewinne realisieren, Liquidität aus dem Markt rausholen, als auch weitere Short-Positionen aufstocken, dass wir nochmal ein-, zweimal die Möglichkeit haben, diese Bewegung mit größeren Positionen nach unten mitzugehen. Kommen wir auch hier zum Thema, wie heißt das Ganze beim Broker? Ich kann nur sagen, wie es bei unserem Broker hier heißt. Da würden wir jetzt nicht US Crude eingeben oben in der Suchleiste, sondern UK. Ja, denn Brent ist britisches Öl, UK, United Kingdom. Auch hier wieder zwei unterschiedliche Kontrakte. Sie haben einmal die mit der Monatsangabe, das ist immer der Future-Markt, als auch den Spot-Markt. Dieser heißt einfach nur UK Crude Oil CFD. Wir würden in diesem Fall hier jetzt wahrscheinlich den Future nutzen. Gleiches Spielchen wie vorher erklärt. Dieser heißt hier UK Crude Oil Juli 22. Mit Voranschreiten der Zeit werden Sie auch immer andere Kontrakte finden. Sie haben Juli hier, dann kommt Juni. Es gibt also auch fortlaufend weitere Kontrakte. Sie sollten, wenn Sie handeln, an sich immer den Kontrakt nehmen, der am nähesten zum aktuellen Zeitpunkt ist. Kommen wir jetzt noch zum dritten Punkt, das möchte ich auch noch kurz zeigen, um Ihnen hier möglichst viel Mehrwert zu geben. Wenn das Ganze übrigens gefällt, wenn Sie es gut finden, lassen Sie dem Video gerne ein Like da. Wir schauen uns NatGas an. Wie ist es da in letzter Zeit gelaufen? NatGas ist Erdgas. Wir charten hier und analysieren US-NatGas, nicht zu verwechseln mit dem Gas, was hier in Deutschland die ganze Zeit besprochen wird, welches aus Russland kommt, sondern das ist US-Liquid Gas, also US-Flüssiggas der Marke Henry Hub.
Das analysieren wir. Da hatten wir hier eine größere Aufwärtsbewegung gesehen. Auch hier hatten wir einen Short-Trend, der hat funktioniert, kam sehr gut runter. Wenn man das auch mal sieht, das sind sehr ordentliche Bewegungen gewesen. Das waren hier ungefähr 20%. Als dann auch den darauf folgenden Long, den wir hier hatten, da konnte man genau in diesem Bereich zwischen den 6,8 Dollar und dem 6,20 Dollar einen Long Trade einsetzen. Auch hier wieder circa 1% unten drunter abstoppen. Beide haben funktioniert. Wenn wir uns das hier mal angucken. Bisher die Aufwärtsbewegung, ja, 36%. Also hier ist ordentlich Schmackes drin. Dieser Bereich, in den wir jetzt reinkommen, wäre für mich definitiv ein Bereich, wer hier bereits long mit dabei ist, Positionen hier wieder abzuverkaufen, einen Gewinn zu realisieren, mit einem Teil, zum Beispiel 50% der Position drin zu bleiben. Diese könnte man dann hier wieder aufstocken, ja, wenn man hier eine Long-Only-Strategie fahren möchte, aufstocken und seine Gesamtposition hier oben dann zu verkaufen. Oder aber man geht hier, wer unbedingt meint, hier immer Long und Short zu handeln. Wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Stile. Ich bin nicht der kurzfristige Trader, aber auch, um das zu erklären, der kann hier seine Positionen auflösen und hier drin einen Short eingehen, um diese Position, die wir, um diese Bewegung, die wir jetzt aktuell sehen, nach unten mitzugehen. Das sind 9%, ich finde es nicht grandios, denn wenn man sich es anschaut, man würde seinen Stop hier setzen. Nee, ich finde es nicht gut, das ist kein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis. Ich würde, wenn ich nur diese Bewegung hier handle, würde ich es aktuell lassen. Wer bei der Long-Bewegung mit dabei war, schön Positionen abverkaufen, Gewinne realisieren und dann eher warten, dass wir die Welle 4 hier nochmal runterkommen nach Abschluss dieser Bewegung, um hier eine weitere Long-Position einzugehen. Warum? Das werden Sie dann sehen, wenn wir dann auch einen Bereich hinterlegen. Es ist einfach prozentual der interessantere Trade. Ja, hier reden wir wieder von ca. 25% auf der Long-Seite und Sie sollten, wie ich schon sagte, immer ein Verhältnis von mindestens 3:1 Chancen, Risiko, Gewinn und Verlust haben. So, wie finde ich das Ganze, um damit abzuschließen? Auch hier, Sie gehen rein, welchen Kontrakt handeln wir hier? Das ist Natural Gas. Gleiches Spielchen hier wieder. Wir haben hier einmal den Natural Gas Future Kontrakt, Juni 22 CFD. Auch hier jeden Monat ein Rollover. Wenn es dazu Fragen gibt, schreiben Sie uns an. Nicht in die Kommentare, bitte. Ich kann einfach in der Kommentarsektion nicht so ausschweifende Fragen beantworten. Dann gerne anrufen bei uns oder uns eine E-Mail schreiben. Natural Gas CFD ist hier der Spot. Ich würde in diesem Markt versuchen, mich nicht länger als einen Monat aufzuhalten, weil da eine sehr, sehr starke Vola drin ist und lieber diese Bewegung, die wir jetzt gesehen haben, mit dem Future mitnehmen, meiner Meinung nach. So, dann kommen wir hier nochmal zu guter Letzt zurück. Wie gesagt, das war es hier, US Natural Gas mit Monatsanhängsel für den Future. Es ist hier UK Crude für Brentöl zum Handeln und es ist hier für den Light Crude Oil Future WTI, ist es US Crude Oil June 22. Wenn es Fragen gibt aktuell, schreiben Sie uns gerne an. Zu Brokerfragen auch gerne, einfach auf die info@hkcmanagement.de. Ich hoffe, das Ganze hat Ihnen jetzt einen Mehrwert gegeben. Mal weg von rein der Prognoseseite, mehr hin zu, wie handelt man sowas. Jo, ich hoffe, es hat Ihnen Mehrwert gegeben. Ich wünsche Ihnen jetzt ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie es gut. Danke sehr. Ciao, ciao.